Ja, Strastvice aus Kasan. Ich habe hier jetzt Platz gefunden bei einem italienischen Kollegen, der sich hier ein Studio gemietet hat. Das ist einmal einen Meter groß oder einmal 1,5 Meter. Aber freundlicherweise hat er mich hereingelassen. Ich möchte euch jetzt kurz, bevor das Meeting hier beginnt, noch über Generelles aufklären. Es ist wirklich nicht einfach hier. Also Kreditkarten oder Karten funktionieren hier sowieso nicht. Auch mit dem Telefonieren und mit der Datenübertragung ist es schwierig. Der Datenübertragungsdienst WeTransfer zum Beispiel, der stoppt es sowieso und blendet dann ein. Nein, also mit Russland wollen wir nichts zu tun haben. Datentransfer von anderen Dienstleistern dauern oft eine Stunde, was innerhalb von Europa oder von Dubai nach Europa 3-4 Minuten dauert. Und ich bin ja angewiesen auf Datentransfers, so es ist ein bisschen schwierig und es verzögert sich alles ein wenig. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt auch andere Dinge wie ChatGPT funktioniert hier zum Beispiel überhaupt nicht. Die wollen da nichts zu tun haben. Und auch der österreichische Bezahlfunk ORF, dessen Seite kann man nicht aufschlagen, während man die meisten anderen Medien wie Kronenzeitung und so weiter durchaus hier lesen kann. Aber der ORF hat sich hier selbst irgendwie einer Zensur unterzogen. Kommen wir zu den Themen. Also es ist noch nicht bekannt, wie das Ganze ablaufen wird. Wir wissen natürlich, es wird um Finanzielles gehen, um den Aufbau der Finanzarchitektur. Wir wissen auch Erweiterungen. Malaysia wird ziemlich fix dabei sein, Türkei wahrscheinlich. Das werden wir alles in den nächsten 48 Stunden erfahren. Da ist für Spannung gesorgt. Aber vorab noch zwei Dinge, die man richtigstellen muss. Das erste ist der UNO-Austritt der BRICS-Staaten beziehungsweise der Austritt größerer BRICS-Staaten aus den UNO-Gremien. Das ist ein Gerücht, das ist in Europa kursiert, in den Medien. Ich kann aber sagen, das ist falsch. Gestern, es gibt hier viele englischsprachige russische Sender, eben wahrscheinlich auch für diese Konferenz und für die Journalisten. Und gestern in der Nacht, ich konnte kaum aufhören, fernzusehen, weil ich mir da die ganzen Nachrichtensendungen angeschaut habe. Natürlich hat sich alles um BRICS gedreht und um das Selbstverständnis des Staatenbundes, aber auch um das Selbstverständnis der Mitgliedstaaten und vor allem Russlands. Und es ist nicht so, dass die aussteigen wollen. Also was ich verstanden habe, ist, dass die sagen, wir wollen mehr Mitspracherecht haben, auch bei der UNO, das haben sie ja voriges Jahr in Südafrika gesagt, sie wollen bei der World Governments Mitspracherecht haben, aber jetzt geht es wirklich um die einzelnen Gremien und sie wollen entsprechend ihrer Bevölkerung und ihres GDPs eben hier richtig repräsentiert sein. Und das wird wahrscheinlich die UNO auch erlauben, zumal, ihr erinnert euch, voriges Jahr zu meiner Überraschung ja Guterres da aufgetreten ist in Südafrika, plötzlich gekommen ist und gesagt hat, er begrüßt eine multipolare Weltordnung und Multipolarität innerhalb der UNO. Deshalb, also dieses Gerücht gehört einmal aufgeräumt. Das zweite Gerücht ist, und das ist fast eine Sensation, voriges Jahr hat es ja Probleme gegeben zwischen China und Indien, die gibt es eigentlich immer, aber auch bei so Großgipfeln und Modi wollte ja eigentlich gar nicht aus dem Flugzeug aussteigen, weil er gesehen hat, dass der Xi mehr Bodyguards hat oder dass irgend so eine Kinderei war halt. Und auf jeden Fall wurde heute verlautbart, dass Modi und Xi ein bilaterales Treffen machen werden und hier geht es wahrscheinlich um gemeinsame Grenzkontrollen und man setzt Schritte zueinander. Wahrscheinlich war das auch die Bedingung der BRICS-Organisation, dass man gesagt hat, ihr zwei Streithanseln müsst euch unbedingt befrieden. Am Rande noch, viele Politiker und Journalisten diskutieren im Fernsehen und irgendwo sieht man, Putin sagt zwar, sie sind keine westliche Allianz, die BRICS-Staaten, sie sind als eigene Allianz zu sehen, aber nicht gegen den Westen, das habe ich ja auch immer gesagt, sie brauchen ja schließlich auch Kunden. Und das ist insofern interessant, weil einige aus diversen Thinktanks russischen sagen, ja, schon, aber wir haben dann schon andere Werte und wir sind schon anders aufgestellt. Und alle Ökonomen, die ich da gestern gehört habe, vergessen nicht zu erwähnen, was in Europa passiert und wie sehr Europa unter den Sanktionen gelitten hat. Und wenn ich den Medien Glauben schenken darf, waren es gestern, bis gestern Abend 20.000 Sanktionen, die Russland betroffen haben. Und das zweitmeist getroffene Land soll laut russischen Medien die Vereinigten Arabischen Emirate sein, die auch mannigfaltige finanzielle Sanktionen erleiden mussten. Aber diese kann man ja im Februar, ihr erinnert euch an meinen Film, er kam im Februar von der grauen Liste.
Ja, das wär's vorab. Jetzt warten wir aufs Programm und dann weiß ich, wie ich das timen kann und ich werde natürlich möglichst schnell weiter berichten. Vielleicht kann mir auch mein italienischer Freund, der da hinten steht, auch noch einmal dieses Kleinststudio, umgebautes Konferenzzimmer zur Verfügung stellen. Und ja, wir hören und sehen uns. Priviat aus Kasan. Pfiat euch.